Okay, komm. Wir gucken jetzt, ich habe dieses Video extra für den Stream hier aufgehoben. Es ist schon 3 Wochen alt. Also wenn ihr nicht wisst, Naked Jakey ist mitunter einer meiner Lieblings-YouTuber ever. Der war einer der Gründe und einer der Haupt, ja, Inspiration ist vielleicht, ne, aber so, ich habe seine Videos ohne Ende gesuchtet. Wirklich immer und immer wieder angeguckt. Und Bruder, ich habe richtig Bock jetzt das nächste. Es ist hier als gesehen markiert, aber ich habe es wirklich nicht gesehen. In Defense of 7 out of 10 Games. Ich bin sehr gespannt, Alter. Gucken wir mal, wie die 7 out of 10 Games verteidigt werden. Quasi Ubisoft. I just spent six. Jawohl, okay. Guter Lag. I just spent 60 hours playing a game that I don't think is actually very good. Warte, soll ich die Untertitel noch anmachen? Okay, komm. Ah, guck, ist perfekt. Deutsche sind direkt wieder da. Wir starten nochmal von vorne. Sorry. I just spent 60 hours playing a game that I don't think is actually very good. Ghost Recon Wildlands was pretty universally seen as a 7 out of 10 back when it came out in 2017 out of 10. The writing is among the worst of any game I have ever played. The voice acting comes across as like a middle schooler's idea of. Ja, was habe ich gesagt? Ubisoft. Ich sag ja Ubisoft und er startet direkt mit dem Ubisoft. What they think sounds cool and awesome. The American interventionism power fantasy of hunting down a Bolivian drug cartel by blowing up tangos everywhere you go is problematic, to say the least. So why did I play this game so much? Alter Schwede, ey, 60 Euro ist schon. 60 Euro, 60 Stunden ist schon hammer. Also das ist halt auch so ein Game. To say the least. So why did I. Das habe ich gesehen, ich weiß noch, als das angekündigt wurde. Bei irgendeinem Ubisoft-Event oder sowas, da habe ich das gesehen und ich dachte mir so, Junge, holy shit, sieht das geil aus. War halt wieder irgend so ein Cinematic-Trailer. Und dann kam es raus und ich dachte mir so, Junge, das juckt mich wirklich nicht die Bohne. Da war ich schon so in dieser Phase, wo ich eigentlich nicht mehr wirklich Ubisoft-Spiele gespielt habe. Ja. I play this game so much. Because kids sometimes, at the end of the day, daddy doesn't always want the cautiously prepared 5-star Gordon Ramsay dinner, alright? Sometimes he wants Pizza Hut. It's critically mid comfort trash. It might not be good for your brain, but spin me right round and call me dead or alive. Extreme Beach Ball. Holy shit. Maybe I do like sports, Dad. Jumbo. Ja gut, 60 Stunden für ein Game geht, glaube ich, noch für ein Ubisoft Open World Spiel. Ja gut, aber du musst halt vorstellen, also das sind halt 60 Stunden, wo er selber sagt, das ist nicht so ein geiles Game, so. Das sind halt trotzdem 60 Stunden. Das sind so 1,5 Arbeitswochen, weißt du? Das ist krass. Also, das ist schon viel Zeit so. Aber das ist halt immer nach solchen Games, denkt man sich immer so, ja gut, die Zeit hätte man halt auch irgendwie besser verbringen können, ne? Wumba, hubba, hubba. But many of these critically deemed 7 out of 10. Aber wie er halt auch sagt, manchmal. Ne, das ist halt, Ubisoft-Spiele sind ja auch einfach Fast Food. Manchmal hittet das auch gut. Vor allem weißt du halt, was du bekommst so. Ja, du weißt einfach bei jedem Spiel, was du bekommst und ne, manchmal macht es dann auch Spaß. They're often capable of scratching a specific itch. An itch that those esteemed 10 out of 10. Ich habe auch 626 Stunden in Battlefield 2042 und finde es trotzdem scheiße. Ja, das ist so ein bisschen bei mir mit Counter-Strike. Ich habe auch, glaube ich, 700 Stunden in Counter-Strike und ich finde Counter-Strike auch nicht gut. Ich habe es damals halt nur so viel gespielt, weil das halt alle meine Freunde gespielt haben. Und dann habe ich es halt mitgespielt so. Hold forward while your character shimmies through a tight crack. Einfach nackter Jacob Video, let's go, Junge, endlich mal. Games just can't quite scratch. The only thing they scratching is that tight crack on their ass. The best 7 out of 10s might not always fully stick the landing, but hey, at least it's trying out some cool new. Ja, Mad Max war ein richtiges 7 von 10 Game. Ich meine, das war wirklich okay. Ich hatte meinen Spaß, als ich es gespielt habe, aber das war damals wirklich so ein Game. Als ich es durch hatte, war das wirklich, da saß ich so vor meinem. Ja, da habe ich auch noch ein YouTube gemacht und so. Und ich saß da wirklich so und dachte mir, okay, das werde ich nie wieder durchspielen. So, das war wirklich okay. Ich hatte zwischendrin echt Spaß, weil es ist ja im Grunde auch wieder ein Ubisoft-Game, aber ich dachte mir so, das werde ich nie wieder zocken, weil warum? Trick. Don't worry about the haters, brother. I gotcha. Seven's walk. So that. Aber 149 Stunden in Cyberpunk und kennt ja meine Meinung. Ja, das ist, 149. Tens can steal their mechanics later and win a bunch of awards. That's why six scare of seven, not cause they not. Take the.
Bei welchem Spiel redest du gerade? Ich habe eben von Mad Max von dem Game gelabert. Just Cause Series made by Avalanche Studios, you know, some real solid 7 out of 10 games. Do people like them because they're polished? Are you blind? Are you here right now? Is he stand up or is he in your chair right now? People love the physics-based sandbox of chaos and explosions and creativity and gliders and, scratches chin, ponders. What's in like every game in the past 5 years? Perchance it's gliders, my lord. Wildlands is borderline race car most of the time, so that's pretty rough. But if you ignore all that stuff, it's also a gorgeous, massive sandbox of opportunity that grants you so much freedom in how you want to pursue your objectives, and you can play it with your friends. And surprise, surprise, it's made by the undisputed king of the 7 out of 10 open world. Ich hab's gesagt. Es ist einfach so. Ubisoft ist 7 von 10 in Person. Es ist, Junge. Hab 33 Stunden in Cyberpunk, finde es trotzdem scheiße. Dafür muss man keine 149 gespielt haben. Es ist halt, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, warum jetzt in jedem Stream so ein Cyberpunk-Hate hier sein muss. World Game, Ubisoft. Who the fuck you calling soft, brother? Ja, das ist aber auch ein altes Logo, Junge. Das ist wirklich. You're the soft one. Matter of fact, you be making me soft with that fugly ass ball of yours. Say you're sorry. Say you're sorry. We often give Ubisoft a bunch of crap for what they do, and yeah, honestly, we should. They do a lot of dumb shit. Ubisoft Connect can connect its foot to my ass. Wait, scratch that, reverse it. But the sheer amount of solid 7s and 8s that they consistently squat out that then go on to influence much better games is frankly astounding. Is the AI gonna be smart? Am I gonna be smart? I'll give you a hint. The answer is the same. Are the animations gonna be polished? Does a bear shit in a Ubisoft outpost? No, well... Fucking Valhalla. Oh mein Gott, irgendwann werde ich Valhalla spielen. Und vielleicht werde ich es durchspielen. Und dann kommt irgendwann ein Video zu Valhalla. Fucking Valhalla, Alter. Oh, sometimes tu dir das nicht an, ey. Nur für Content. Sonst würde ich es nicht tun. Sonst würde ich mir die Scheiße sparen. Aber für ein Video würde ich es tun. Ich glaube, das wäre lustig. They do. There are bears in Far Cry. Scratch that. Reverse it. Ich werde Valhalla hoffentlich nie anfassen. Also ich glaube, also Valhalla ist ja wirklich so ein Game, wo sich irgendwie alle einig sind, dass das einfach Scheiße ist. Valhalla 100% Run, das werde ich zum Beispiel nie, never, Junge, ich werde, glaube ich, nie wieder ein Ubisoft-Game 100% Run machen. Außer es ist sowas wie, hier Prince of Persia oder so, aber ansonsten, das kannst du vergessen, Alter. Is your companion gonna ask you to take the vehicle off of sweet jumps, even when it's a helicopter? I don't know, let's ask one of our genius Tango operators over here. This ride ain't all bad. Shit, give me a beer and I'll pretend we're back home off the coast of Myrtle Beach. Still think you're 22 or something? Nah, I'm just looking to hook up with 22-year-olds. What do you know? Say the line about the fucking jumps, you creep. But now let's compare a Ubisoft open world to a 10 out of 10 open world like GTA 5. Can you tackle objectives however you want? I'll give you a hint. The answer is no. But is it way more detailed and polished and generally functional? Yes, and it's also way more accessible to a mass audience because, like many other prestige 10 out of 10 games, it practically plays itself. And people go, whoa, this is just like a movie. I get to hold forward and lock on to dudes. This definitely isn't just ripping off Michael Mann's Heat 10 out of 10. Obviously, Ubisoft's quality standard is vastly... Yeah. GTA und 10 von 10 Open World ist debattierbar. Ja, es ist halt immer wie mal, jeder sieht das anders, ne? Ich würde jetzt auch bei GTA, muss ich auch sagen, ja, früher war die Open World halt so, da hast du halt Scheiße gebaut, aber irgendwann habe ich damit aufgehört, ab GTA 4. Hat es irgendwie nicht mehr so Bock gemacht wie früher. Und in GTA 5, ich weiß nicht, ich spiele eigentlich nur die Missionen und so. Was macht man denn in GTA 5 noch? Ich finde so dieses einfach nur Leute killen und dann warten, bis die Polizei kommt und dann die Polizei killen, ist irgendwie ein bisschen low so. Als Sandbox ist die Open World perfekt. Schuhe kaufen, ja. Ja, kann bestimmt viel machen. Ich muss sagen, deswegen, ich bin ja generell nicht der größte GTA-Fan. Aber klar, für 2013, ja, stimmt. Für 2013 war es crazy. Jetzt so aus heutiger Sicht, ja, man hat schon, ne, seitdem vieles gesehen. Zum Beispiel bei Red Dead 2, was halt, finde ich, da ist halt diese Mechanik, dass du mit allen NPCs reden kannst. Muss ich sagen, das macht für mich. Er schafft einfach eine Welt, die es so noch nicht gab. So, das ist halt krass.
inferior. That's not my point. Aber es stimmt schon, ne? Also ich muss auch sagen, ich glaube, die Welt von GTA 5 ist halt immer noch besser als jedes Ubisoft-Game heute so, ne? Fühlt sich lebendiger an und alles. Enjoy GTA 5 as a product way more and justifiably so. But I guess my dumbass point is that a critic score does not always tell the full story of exactly what an experience entails and what might appeal to you. And also in Heat, Al Pacino says, great ass! In summary, Nakey Jakey's in defense of the 7 out of 10 games has a couple interesting points that are sadly buried under. What was is this? And tracklist is great. Full band support, old songs. No new features. Neath a wealth of poop and fart jokes. A 7 out of 10. Hi, I'm Jakey. Jakey. And too much water, ja. Boah, Bruder, Alter. Red Dead 2 stand jetzt besser Open World. Wer will debattieren? Es kommt, das ist halt das Ding, es kommt auf verschiedene Sachen an. Ich habe in meinem Elden Ring Video sage ich, dass Elden Ring die beste Open World hat, die ich bisher gesehen habe. Rein von der Welt her, so. Das finde ich die interessanteste Welt, durch die ich bisher gelaufen bin. So, weil du so viel Shit da siehst und dir denkst einfach nur cool und wie viel man da findet und so. Dann Breath of the Wild ist auch noch crazy. Und bei, das ist halt immer aus welchen Blickwinkeln du das siehst. Ne? So, wie kannst du mit dieser Welt interagieren? Da ist halt Red Dead 2 ganz anders als halt Elden Ring und Breath of the Wild. Kommt halt drauf an, was du einfach lieber magst. You know what I'm saying? Wisst ihr, was ich meine? Ich will damit nicht sagen, dass Red Dead ein besseres Spiel ist als ein Elden Ring oder so. Weil Red Deads Stärken liegen ja auch woanders als bei einem Elden Ring, aber ja. Thanks to Opera GX for sponsoring this video. My attention span is f***ed. I need multiple screens in front of my eyes at all times so I can keep the dark. This transition back to the main part of the video was pretty smooth, but ultimately plagued by my untimely divorce. A heartbreak out of 10. Take Middle Earth Shadow of War. Most critics reviewed this game lower than the first one with a lot of 7 out of 10s. Ich habe nur das hier gespielt. Ich fand das okay. War aber auch so ein Game, wo ich, als ich es durchgespielt hatte, mir so dachte, ja, brauche ich nicht nochmal spielen. Und als der zweite Teil dann kam, muss ich ehrlich sagen, war ich jetzt auch nicht so heiß drauf. Deswegen habe ich es bisher nicht gespielt so. Obwohl, wenn ich mehr darüber nachdenke, Elden Ring und Breath of the Wild Open World haben mich zwar oft zum Staunen gebracht, aber das, was meinst du auch in Red Dead 2, stehe ich minutenlang rum und schaue mir die Welt interessante Sachen an. Das habe ich besonders bei Elden Ring meistens nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, da geht es mir wirklich einfach nur, weil bei bei Elden Ring ist es halt, da bin ich in die Welt gegangen und dachte mir bei allem so, wow, ne, sowas cooler Stein, cool, das Ding. Jetzt bei Red Dead ist es halt anders. Die haben natürlich nicht diese, ne, diese krasse Weltstruktur, weil es halt realistisch ist. Da ist es halt eher so, Junge, scheiße, sieht das krass aus. So einfach nur, weil es halt die Welt ist, so, ne, weil es halt wie bei uns aussieht. Ja, es ist immer je nachdem, wie du siehst, so. But ask anyone. Ich meine, das sind zwei einfach heftige Spiele, so. Ne? Da kommt es, glaube ich, dann einfach nur drauf an, was man präferiert, so. Both games and they'll likely tell you how much better of a game. Genau, ab dem Punkt von Qualität gibt es keine objektive Meinung. Ja, genau. Es ist dann halt einfach was du lieber magst. Ne? Irgendwann ist halt so ein Ding erreicht, wo du dann einfach nur so, ja, ich fand das, ne? So Leute, die halt lieber Stories mögen und so, die werden dann auf jeden Fall natürlich bei Red Dead sein und Leute, die dann halt irgendwie einfach mehr auf der Gameplay-Seite sind, werden wahrscheinlich mit Elden Ring mehr Spaß haben. Shadow of War is. This Metacritic score may as well be ancient hieroglyphics to them, and they are not Tomb Raider, Crody. They cannot read that. The Nemesis system is vastly superior in Shadow of War, which I think alone makes it a much more worthwhile experience to spend your limited precious gamer hours on before you inevitably die. But also, take this all with the fattest grain of salt, because this is all coming from a guy that typically does not give a shit about most video game stories. And the reason for that, I'ma keep it real with you, Chief. Haha, lol, remember that one? In my personal experience, I think a lot of especially AAA video game stories are some pretty droll, uninspired garbage featuring like the most insipid millennial ass writing ever. And I do not hesitate to skip a cutscene. And if I don't even have the option, also muss ich sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal bei einem Game eine Cutscene geskippt habe. Also selbst bei dem absolut generischsten Scheiß ever gucke ich mir das an. Außer es ist irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Gespräch oder so. Da habe ich schon oft was geskippt, aber
Ja, es ist in manchen Spielen, es ist zu viel gelabert. Zum Beispiel, als ich Apo, die jetzt nicht so viele Spiele spielt, als ich dazu geguckt habe, wie die Horizon gespielt hat, Digga, die hat legit jeden einzelnen Dialog geskippt. Außer vielleicht mal bei einer richtigen Cutscene von der Story. Aber alles an Nebenmissionen, alles geskippt, weil die nur Müll labern. Wirklich Horizon Zero Dawn. Da habe ich, ah, stimmt, okay, Horizon Zero Dawn, da habe ich Dinge geskippt. Da habe ich fast alles geskippt. Weil was die da gelabert haben, war meistens so fucking uninteressant. Das war krass. Aber ich glaube, bei der Hauptstory nicht. Aber neben Stuff habe ich alles geskippt. To skip a cutscene, that's an immediate C sanitary rating for come on. Which is an interesting thing when it comes to reviews, right? One critic is going to place way more importance and weight on certain qualities versus another critic, story being a huge point of contention for many. So Shadow of War gets a lot of lower scores than Shadow of Mordor because of a shitty story and bloated size. Yeah, I don't... Es gibt auch nicht Cutscenes, aber kenne leider wenige Gamer, die mit wirklich meisterhaften Stories. Da ist Film das solche bessere Medium, was das angeht, obwohl Games trotzdem die beste Story hat. Ja. Ja, es ist halt meistens. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wann war das letzte Mal, dass mich so eine Story richtig mitgenommen hat? God of War? Red Dead? Das kam letztens raus, wo, was mal so eine richtig geile Story hat. Kann ich mich nicht dran erinnern. Bei den meisten ist es halt echt immer so. Forspoken. Junge, alles bei Ubisoft kannst du vergessen. Ich weiß legit nicht mal mehr, worum es überhaupt in Mirage ging. Also wirklich, ich weiß nicht mal mehr, worum es in Mirage ging. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es in Avatar ging. Es ist krass. Wer Cyberpunk schreibt, ist verloren. Nee, bei Cyberpunk muss ich auch sagen. Cyberpunk hat einen richtig starken Anfang, den sie komplett in Trailern gespoilert haben. Und nach dem Tod von dem einen Bruder, den ich schon vergessen habe, wo ich den Namen vergessen habe, danach ging es eigentlich nur noch bergab. Cyberpunk hatte auch so, ich weiß noch, ich habe kurz vor dem Finale, wirklich legit, die Mission vor dem Finale, wo du in diesen Tower gehst und dann beginnt das Finale, da habe ich eine richtig große Cyberpunk-Pause gemacht. Weil ich mir so dachte, okay, die Story ist richtig langweilig und ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich wusste nicht mal, ne, ich hatte nicht mal dieses Gefühl von Finale, weil die das da irgendwie, weil ich einfach überhaupt nicht mehr zugehört habe. Dieses ganze Gelaber an Cyberpunk war irgendwann, das war, glaube ich, so die größte Enttäuschung von Cyberpunk. Jackies Tod war so fucking kacke geschrieben, ja. Junge. Jackie war vor allem so ein cooler Charakter und dann haben die, ja, wahrscheinlich ist es halt so, wie viele vermuten, ne, dass dann einfach Keanu Reeves kam da rein und dann haben sie, eigentlich war es wahrscheinlich geplant, dass du mit Jackie viel mehr zu tun hast, weil von Jackie gab es da, glaube ich, sogar eine ganze, so eine Statue und sowas. Ja, und dann ist er halt einfach am Anfang gestorben, so. Das war richtig dumm. Red Dead 2, die David Cage-Spiele. Oh, krass, okay. Arkham Knight, Digga, ja, Mann. Bioshock, ja, stimmt. 1 und Infinite, ja. Die Naughty Dog Games, ja. Last of Us, ja. 2 kann man auch, ja. Ja, stimmt. Ja, gibt auf jeden Fall schon ein paar, ne? Wobei David Cage, ich weiß nicht, ich habe ja nur Detroit Become Human gespielt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob mich das so mitgenommen hatte. Kann mich da irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass Connor mein Lieblingscharakter war. So hieß er doch, oder? Der Detective Boy. I don't give a shit about that stuff because it's not why I'm here. I'm here to kill funny orcs. I'm not here to 100% every game I play. Get a job. Not to grind your gears. This actually sort of is my job. Obviously, in a perfect world, you should get great gameplay and story, but if... Stimmt. Spider-Man hat auch eine gute Story und ein gutes Ende. Ja. Yeah. You realistically don't expect a Tarantino-level screenplay every time you boot up your Xbox 5. Suddenly, a lot of those 7s are actually starting to look like 8ers or 9ers. Hey, yo, 9er, 9er, we got 319! Dying. Uncharted 4 weiß ich gar nicht. God of War 2018, ja, das habe ich auch eben gesagt. Das auf jeden Fall. Uncharted 4 weiß ich gar nicht. Ich muss sagen, dass sich Johnny Silverhand in der deutschen Synchro viel besser anhört als im Englischen. Im Deutschen hat er irgendwie mehr Reichweite, was die Emotionen angeht. Ja, das ist halt, man muss, also ich weiß gar nicht, wie, Keanu Reeves ist halt auch nicht so der krasse Schauspieler, ne? Also ich mag den echt, ich mag Keanu Reeves, aber der ist jetzt, also ich weiß nicht, es hat schon irgendwie einen Grund, dass der in John Wick fast nichts sagt, ne? Uncharted 4, weißt du nicht?
Ja, hatte Uncharted 4 die Story mich richtig krass mitgenommen. Das weiß ich halt nicht mehr. Uncharted 4 ist mittlerweile schon echt ein gutes Stück her. Moonlight is such a fun and unique blend of fluid movement and zombie combat, and it absolutely nails both of those core features. It just feels really good to play. But check the critical reviews, and it's a lot of sevens, pointing out a shitty story, which it is, with shitty characters, which they are, and repetitive story objectives lacking real player motivation, which they do if it's good. Your main reason for playing the game is the river. Ja, aber es ist halt, guck mal, wenn du keine Story hast oder keine gute Story hast und so, dann ist das überhaupt nicht schlimm, wenn das überhaupt nicht der Fokus ist. Aber zum Beispiel bei einem Dead Island 2 gab es schon viele Cutscenes und schon viele Gespräche. Und wenn das dann halt scheiße ist, oder halt, keine Ahnung, auch in einem Forspoken, war ja am Anfang nur Cutscenes und so. Wenn das halt kacke ist und wenn das halt so viel Zeit einnimmt, dann musst du das halt auch irgendwie so mit reinnehmen. Ich finde diese Skala so von wegen, weil zum Beispiel wenn du bei Elden Ring müsstest du dann halt Punkte abziehen für schlechte Story oder halt, ja, nicht schlechte Story, aber ne, schlechtes Storytelling oder so. Oder ich weiß gar nicht, ob man das auch sagen kann, aber dann müsstest du da auf jeden Fall Punkte abziehen. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn, weil das ist überhaupt nicht der Fokus davon. So, es ist halt, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, gerade ungelogen alle Spiele genannt, die in meinen Augen eine wirklich gute Story haben. Gehe gerade durch meine Bibliothek und keines mehr dabei. Ja, weil die meisten Games, ja, die sind halt, entweder sind das halt einfach solche 0815-Spiele wie bei Ubisoft, oder die sind dann halt wie so ein Elden Ring oder generell die From Software-Spiele oder halt auch bei, ne, sehr viel bei Nintendo, so Breath of the Wild oder so, sind dann halt einfach auf Gameplay fokussiert. Und das ist ja auch okay. Ne, das ist ja, bei Zelda ist es ja genauso. Da bei Zelda oder bei Mario einen Punkt abzuziehen für schlechte Story, ist halt richtig dumm. Deswegen sind auf diese Punktebewertungen immer ein bisschen lost. Das kannst du halt ganz oft einfach nicht miteinander vergleichen. Story. If you're here to kill zombies and be terrified while running around nighttime with your friends, the only objective you need is an icon on the map saying, come get y'all juice. Okay, but now look at Dying Light 2, which also received a lot of sevens. I mean, honestly, it's a lot of the same reasons as the first game. But for me, 2 was a disappointment for different reasons. The satisfying ragdolls from the first game were just fully absent, and it just didn't feel as good to kill zombies in this game, which along with doing cool jumps, and I do so very much love a cool jump, that's why I'm here. I'm not here to find out what happens to generic 20-something male game protagonist who mysteriously sounds like every other f***ing 20-something male game protagonist in every game ever. I love skateboarding, and I also love games that have a high skill ceiling and take some time to master, you know, like Super Smash Bros. Melee or Big Buck Hunter Arcade Nude Mod Texture Pack. So you take a skate simulator like Skater XL. Die Life is Strange Games haben auch eine Power Story. Ja, ich habe ja 2 davon gespielt. Das war mittlerweile auch lange her. Aber ich meine, ja, ich fand die gut. Und da, die haben ja quasi nur Story, also von daher. Or Session, both games that reviewed very poorly. I mean, I'm talking more like 5 or 6 out of 10 because of the price, the bugs, the difficulty, the lack of a true single player campaign, all totally valid reasons. But at the same time, I have played them this much. And I have deduced that Session is actually the much better game. One man's. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Spiel habe, was so übertrieben schlecht ist. Also so ein Guilty Pleasure Spiel. Ich weiß nicht. Eine lange Zeit war es vielleicht Overwatch, aber mittlerweile spiele ich das auch nicht mehr. FIFA 22. Aber FIFA 22 habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Aber ich muss sagen, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, hat sehr viel Spaß gemacht. Rainbow Six Siege? Nee. FIFA 24. Deswegen, ich kann FIFA 22 gar nicht mehr spielen. Weil ich hatte das ja nur durch PS Plus und ich habe kein PS Plus mehr. Das heißt, ich kann FIFA nicht mal mehr spielen. Und kaufen werde ich mir die Scheiße auf jeden Fall nicht. Bei mir Fallout 76 mit 231 Stunden. Ja, manchmal ist das weird, ne? Manchmal. Besser ist das, ey. FIFA war nice. FIFA war nice. Trash is another man's virtual tech deck that I can play for hours and hours on end, giving myself my own objectives and challenges. Vielleicht die New Super Mario Bros. Spiele, die sehen viele als sehr, sehr kacke an und die habe ich. Ich meine, ich habe es ja lange nicht mehr gespielt, aber die fand ich zum. Da würde ich auch zugeben, dass sie nicht so gut sind, aber die habe ich sehr viel gespielt, so. Is much like a baby that just took your phone and found the settings app. At the end of the day, what even is a review score but an arbitrary number that some person online just chose and said, yeah, I know that's right. Why is it so deeply rooted in our caveman brains? Ja,
Ja, es ist halt, also das kannst du halt nicht vergleichen. Also man kann die Zahlen vielleicht so als Spektrum einfach nehmen. Ne? 10 von 10 ist halt einfach ist halt einfach ein Meisterwerk so. Und dann 9 von 10 ist halt einfach sehr, sehr gut so. Aber das ist halt, dann vergleichen Leute, ne? Bei IGN ist immer das Ding, Leute vergleichen dann immer die Zahlen so und sagen, ja, das Game, ne, Call of Duty hat eine 8 bekommen, aber dann hat dieses Game irgendwie nur eine 7 bekommen. Und das sieht dann immer richtig dumm aus, weil die Zahlen halt meistens auch dumm sind, ne? To assign rankings to everything and pit everything against each other with tier lists and top 10 lists. Restaurants, movies, video games, people. Are you a 7 out of? Ich meine, Leute mögen das halt, ne? Also deswegen sind ja Tierlists und solche Rankings sind ja einfach super beliebt, weil Leute es einfach mögen, Dinge zu vergleichen, Dinge in irgendeine Reihenfolge zu bringen und so. Das macht ja auch Spaß so. Man sollte das halt nur nicht zu ernst nehmen. 10? Am I a 7 out of 10? This video title isn't even an original thought. This person wrote about the exact same concept before I did. And this person wrote about it before they did. Are we all just doing and saying the same things? Does any of this even matter? Are we purely defined by the numbers that assess us? This video gets less views. This video gets more views. YouTube won't let me forget the numbers, Mason. Nothing is real, Mason. What's the point of anything if it's all actually mid? Maybe we should all just play Wildlands in this bar. Yeah, no, yeah, that sounds good. But maybe the magic was lurking in the mid all along. Is the beauty of our daily lives actually sourced in the mundane moments we deem to be seemingly unexceptional? Maybe the truly exceptional moments are the ones special and individually unique to us. The things that we like, even if this one chronically online yoga ball gamer said it made them want to Ubisoft connect their foot to ass. Maybe everything was a 7 all along. I'd be okay with that. A 7 feels most accurate when reviewing our collective experience on this blue orb. It's mostly good with a little bit of trash sprinkled on top for good measure. A 7 out of 10. And I'm okay with that. Thank you for watching my video, brought to you by Ball Creative. First merch drop pre-orders should be shipping out around now, this video, at the time of this video going up. Solche Games braucht es auch. Dann kannst du die 10 von 10 kannst du dann nur noch mehr appreciaten. Das ist schon okay. Ja, schönes Video vom Bruder Naki Jakey. Ich bin einfach immer wieder froh, wenn der Bree mal uploadet.